So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Elder Scrolls Online. In der letzten Folge haben wir die kreichende Narbe abgeschlossen, sind dann Richtung Altfelden gereist und haben dort die Burg Dresan noch nicht ganz entdeckt, aber wir sehen, okay, hier gibt es irgendeine Aufgabe für uns. Und da sehe ich schon Blutdorn. Kultisten, sehr schön. Und wir werden uns in der heutigen Folge mit der Burg Dresan beschäftigen und je nachdem, wie lange wir hier verweilen werden, werden wir uns noch eine andere Aufgabe zu Herzen nehmen, denn ich habe mitbekommen, dass hier unten oder hier noch irgendein Verlies gibt, was ich sehr gekonnt übersehen habe. Aber das werden wir dann noch besuchen. Da muss ich noch mal kurz gucken. Da macht es eigentlich mehr Sinn, wenn ich dann wirklich einfach hier entlang reite. Aber ja, alles zu seiner Zeit. Wir werden uns erstmal um den guten Richard Dusan kümmern. Ihr da! Ihr könnt mich sehen? Ja, sonst würde ich ja nicht vor euch stehen und euch anschauen. Aber wer seid ihr? Wer ich bin? Nun, ich bin Richard Dusand, berühmter Abenteurer und Schatzjäger. Aha. Zumindest war ich das einst. Bevor die Kultisten in Burg Dresan mich ermordet haben. Ich war in den Ruinen und suchte nach dem Schatz, wisst ihr? Welcher Schatz? Dem berühmten Schatz von Burg Dresan natürlich. Ihr könntet meine Aufgabe für mich zu Ende bringen. Es gibt drei Statuen. Die Herolde. Nehmt die Opfergaben, die ich in meinem Rucksack mitgebracht habe, und bringt sie dem richtigen Herold dar. Das sollte einen Durchgang unter dem Brunnen öffnen. Ich werde den Herolden die Opfer darbringen. Nun hört genau zu. Ihr werdet euch eine Menge merken müssen. Oh, da ich ein bisschen dement bin, wird es ein bisschen schwierig werden. Was für eine Art Schatz werde ich finden? In den Chroniken, die ich studiert habe, wurde das nie genau gesagt. Aber es hieß, dass hier der größte Schatz aller bretonischen Reiche aufbewahrt werden würde. Achso, ei. Ja, ich habe gerade dort unten im Chat nachgelesen, das Russische, deswegen hat es gerade bei mir ein bisschen gedauert. Was sind die Herolde und was hat es mit ihnen auf sich? Die Herolde sind drei gravierte Statuen, die euch jeweils ein Rätsel stellen. Mhm. Ihr müsst vor jedem Herold eine Opfergabe ablegen. Diese Statuen sind der Herold des Durstes, der Herold der Erinnerung und der Herold der Erleuchtung. Welche Gaben soll ich denn ablegen? Meine Tasche enthält mehrere mögliche Opfergaben. Wahrscheinlich drei. Nehmt meinen Rucksack und seht nach, ob ihr die Opfergaben mit den richtigen Herolden in Verbindung bringen könnt. Gravuren auf den Statuen geben Hinweise darauf, welche Opfergaben sie annehmen werden. Ihr wurdet von den Kultisten getötet? Ja, diese Bastarde. Ah, die trauen sich was. Ich habe versucht, mich an ihnen vorbeizuschleichen, aber nun, ihr seht ja, wie das ausgegangen ist. Schlecht. Das Geisterdasein hat meiner Karriere als Abenteurer einen ziemlichen Dämpfer verpasst. Na, ich kenne euch trotzdem nicht. Also so berühmt könnt ihr gar nicht gewesen sein. Ja. Aber ihr seht trotzdem recht friedlich aus, ne? Also so große Schmerzen könnt ihr gar nicht gehabt haben. Yay, Blutdorn-Kultisten. Was ganz Neues hier. So, ja. Na komm. Ja. Meine Lieblingsfeinde. Alle Blutdorn-Kultisten und Kultisten generell. Oh, Nikon, jetzt geht mal hier bitte weg. Dankeschön. So, ach, hier haben wir einen Herold. Wer seid ihr? Herold des Durstes. Die Statue trägt folgende Inschrift. Der Dämon des Wissens entfacht großes Verlangen, das Unbekannte kennenzulernen und das Ungeschriebene niederzuschreiben. Wir erinnern uns an dieses Verlangen, diesen Wissensdurst mit einem Gefäß, das leer beginnt und mit Wissen gefüllt werden muss. Durchsucht Dusans Rucksack nach passenden Gaben. Ich würde eher sagen Becher oder Wasserflasche. Nehmen wir die Wasserflasche? Okay. Ihr seid des Schatzes von Burg Dresan, nicht wahr? Ich hab mich nur vertippt. Aber seid ihr mal froh, dass ich überhaupt die Opfergaben aufgetrieben habe. Okay, dann wird es wahrscheinlich der alte Becher sein. Stimmt, Becher, Durst, ja, das macht natürlich ein bisschen mehr Sinn. Ja. Naja, Blödheit muss bestraft werden. So, eine Himmelsscherbe, hallo.
Ach, das ist gleich der Herold davor. Der Erleuchtung. Oh Gott. Die Statue trägt folgende Inschrift. Wissen ist Licht. Es ist das Licht der Kerze auf der Buchseite und die Erleuchtung, die das Studium uns schenkt. Wir suchen das Licht gegen die Schatten der Unwissenheit und die Finsternis der Verzweiflung. Kerze? Oh, ich habe mal richtig... Natürlich nicht geraten, das habe ich gewusst. Natürlich. So, da haben wir jetzt noch den letzten Herold. Da bin ich mal gespannt, wer... Ja, kommt, ja, regt euch mal bitte ein bisschen wie ab. Das war dann des Wissens, oder? Die Erleuchtung hatten wir ja gerade. Der Erinnerung, stimmt, der Erinnerung. Die Statue trägt folgende Inschrift. Geschichte überdauert Fleisch und Blut. Der Berg zerfällt, der See trocknet aus, aber die Karte erinnert sich. Die gesamte Geschichte ruht im Folianten. Aber der Foliant enthält nur die Wahrheit und dafür harren wir aus. Die Ausgabe, die muntere, agonische Maid. Ja, ja. Ich glaube, was war das bei Skyrim? Die lüsternde Maid oder die agonische? Oder irgend, da gab es auch ein sehr, sehr, unterhaltsames Buch. Okay, leere Schriftrolle war falsch. Seid des Schatzes von Burg Dresa nicht würdig. Ja, ich hole mir ihn trotzdem, auch wenn ich anscheinend eurer Ansicht nach nicht würdig bin. Okay, ja, komm. Ah, okay. Der Dylan-Ding jetzt. Stimmt niedergeschrieben, das ist ja bei einer leeren Schriftrolle nicht ganz so gut. Aber jetzt klettern wir einfach mal den alten Brunnen hinab. Man erzählt sich, diese Brücke der Ruinen, die schon seit der Mitte der ersten Ära verlassen liegt, wäre auf den Fundamenten sogar noch älterer Strukturen entstanden. Ihr Zweck, wie immer er ausgesehen haben mag, ist seit langem vergessen. Wahrscheinlich war das mal eine detrische Ruine, weil die Dunmer sind ja auch das beste Beispiel. Die bauen ja ihre ganzen Dörfer gerne auf uralten detrischen Ruinen auf und dann wundern sie sich, wenn da mal irgendwelche detrischen Aktivitäten passieren. Und dann haben wir den Salat, ne? Weil die ihre Bauten nicht irgendwie mal hier ordnungsgemäß erbauen können. Oh nein. Ah, ja, stimmt. Das war ja das. Ich glaube, die Schriftrolle. Eine kleine Schlüssel fällt aus der zusammengerollten Schriftrolle. Die Schriftrolle wurde mit Wachs versiegelt. Ich soll das Siegel brechen und die Notiz lesen. Was ist das denn? Ich habe mir die uralten Schutzzauber auf dieser Aleidentruhe genau angesehen, nachdem sie mir zugestellt wurde. Die Zauber, die dafür gesorgt haben, dass sie verschlossen bleibt, scheinen langsam zu verblassen. Wahrscheinlich werden sie mit der Zeit völlig verschwinden. Angesichts der Vorliebe der Aleiden für hinterhältige Fallen hielt ich es für weise, nicht weiter an der Truhe herumzubasteln. Vielleicht ist ein Gelehrter, der nach mir kommt und belesener ist als ich, in der Kultur und Geschichte der Aleiden besser vorbereitet auf das, was in der Truhe zu finden ist, wenn die Schutzzauber einmal nicht mehr sind. Ja, komm, packen es einfach mal an. Ma-Tazelanen. Gesundheit, wer seid ihr? Geperwein, Iveas Gravia Lambejelai. Ich verstehe nicht, was ihr sagt. Negoria Heka Delia je Metana Gandra Lambe Sino. Ja, ich werde versuchen, etwas zu finden, das mir helfen kann, euch zu verstehen. Huch. Vielleicht ein Reliquar? Dieses einfache Reliquar gibt weder Hinweise auf sein Alter noch auf seine Herkunft. Das Reliquar enthält einen Anhänger in der Form einer goldenen Zunge. Er hängt an einer schmalen Goldkette. Schon nach der leisesten Berührung löst sich der Anhänger auf. Ihr hört einen Chor flüsternder Stimmen, der wie ein plötzlicher Windstoß anschwillt. Dann verstummt das Flüstern wieder. Oh, das ist ja wieder hier sehr schön. Es kommt zurück. Ich habe euch gesagt, ihr sollt gehen. Ja, aber ich habe euch nicht verstanden. Ich kann aber euch jetzt verstehen. Wir können darüber reden. Wie günstig für euch. Doch niemand schert sich je um die Wünsche und Bedürfnisse eines Geists. Doch, ich. Ach, nun gut. Bringen wir es hinter uns. Warum wurdet ihr in ein Gefäß eingesperrt? Was für eine vermessene Frage. So eine Unverfrorenheit. Ihr seid sehr rüde, genau wie meine Brüder.
Sie haben mich hier gebunden. Sie waren neidisch auf meine Kräfte und auf meinen hohen Rang. Eure Brüder haben euch hier gebunden? Ja. Ich hatte vor, den Direnni gegen die Alisianer zu helfen. Ich hoffte darauf, von König Ralithiel mit Ländereien belohnt zu werden. Meine Brüder banden mich hier, damit ich nicht in den Krieg eingreifen konnte. Sie sind nie mehr zurückgekommen, um mich zu befreien. Der Krieg ist lange vorbei. Die Alisianer haben ihn verloren. Ist das so? Nun, es freut mich, zumindest das zu hören. Vergebt mir, ich bin sehr lange Zeit mit meinem Elend allein gewesen. Könnt ihr mich befreien? Ihr müsstet die Relikte zerstören, die mich hier binden. Das Siegel der Verankerung, die Animusnadel und das Seelengefängnis. Ich werde die Artefakte zerstören und euch befreien. Lieber Geist. Dann haben wir schon den nächsten rumlungern. Ach ja, stimmt, da kommen ja dann wieder Gegner. Aber wir sind, denke ich mal, schneller, oder? Oh. Wir helfen dem mal hier. Gemeinsam sind wir nämlich stark. So. Lass mich in Ruhe. Wer ist das? Wer betritt diese alten Gänge nach all diesen Jahren? Ja, eine Nord namens Puffin. Ich bin nur durch Zufall hier. Also eigentlich hatte ich ja erwartet, dass die weiter entfernt voneinander platziert gewesen wären, sodass man erstmal quer durch das ganze Gewölbe hätte laufen müssen, um das Seelengefängnis, die Animusnadel und die versiegelte Schriftrolle zu finden. So. Ich kann spüren, wie sich diese verfluchten Anker lösen. Endlich bin ich frei. Und was werdet ihr jetzt tun? Fürwahr, ich weiß es nicht. Mein Volk ist schon lange fort. Ich könnte nach Etherius weiterziehen oder in Tamriel bleiben, um zu sehen, was aus dem Land geworden ist, nachdem die Alisianer besiegt wurden. Aber ihr sollt nach Etherius weiterziehen. Die Zeit der Aleiden ist vorüber. Ihr habt mir gezeigt, dass ich ebenso ein Relikt bin wie die Dinge in diesem Gewölbe. Ach ja? Ein Überbleibsel aus der Vergangenheit. Treibgut der Zeit. Ich sollte gehen. Ich werde Etherius finden. Und endlich Frieden. Genau, und dann dafür die Goldstücke. Das werden wir mit dem Hüter des Wissens mal in Kontakt treten. Seit vielen hundert Jahren, seit dieser Ort verschlossen wurde, seid ihr die erste Besucherin hier. Ich hatte schon die Hoffnung aufgegeben, dass je jemand seinen Weg hierher findet. Was macht ihr hier unten? Ich bin der Hochbibliothekar von Burg Dresan. Mir wurde aufgetragen, unseren größten Schatz zu hüten. Die zusammengetragenen Annalen aus den Anfangstagen von Hochfels. Seid vorsichtig mit diesen Büchern. Sie sind in tadellosem Zustand. Euer Schatz ist Geschichtswissen. In der Tat. Unser Schutzpatron ist Hermeus Mora, der Wahrsager der Himmel und der, der über die Gezeiten des Schicksals bestimmt. Diese Schätze lagen viel zu lange hier verborgen. Das Horten von Wissen ist noch schlimmer als das Horten von Gold. So hat es zumindest unser Schutzpatron bestimmt. Dann nur die Frage, ob das Wissen, was in den Büchern drin steht, auch der Wahrheit entspricht. Was soll ich für euch tun? Nehmt diesen Index. Er enthält die Namen aller Bücher und Schriftrollen, die in der Burg zu finden sind.
Ihr müsst den Dresan-Index jemanden geben, der damit etwas anfangen kann. Einem Gelehrten der Magie zum Beispiel. Apropos Gelehrten der Magie, es wundert mich ja, dass die Magiergilde hier noch gar nicht aktiv geworden ist. Wie verlasse ich dieses Gewölbe? Wie eine gesittete Person könnt ihr einfach durch die Tür auf der anderen Seite des Gewölbes gehen. Ihr braucht nicht wieder den Brunnen zu benutzen. Komme ich doch gar nicht mehr hoch. Der Schutzzauber auf dem Tor wurde gebrochen. Die Tür wird sich nun öffnen. Tja. Hallo? Und meine Frage, wie kann man denn 209 FPS haben? Was ist denn das? Aber gut, jetzt darf ich ja die Kunde überbringen, dass der gute Richard Dusan wegen Büchern gestorben ist. Ja. Aber man geht ja nicht einfach mal so alleine durch die Weltgeschichte, besonders durch Glen Umbra, wenn man weiß, dass da böse Personen unterwegs sind, namens Bluthorn-Kultisten und ein gewisser Herr Angolf sein Unwesen hier treibt. Na, dann sage ich mir doch lieber Osport einfach mal, bis sich die Lage ein bisschen beruhigt hat und dann werde ich mein Abenteuer Durst wieder ausleben. Aber das war doch eine sehr angenehme, kurze Quest. Und da haben wir den, wie heißt der Typ? Jacquemyn Siné oder so. Ihr seid zurückgekehrt. Was habt ihr gefunden? Juwelen? Elfenbein? Gold? Ich habe den verlorenen Schatz gefunden. Es ist ein Gewölbe voll uralter Folianten und Schriftrollen. Was? Es gibt keinen sagenhaften Schatz? Nee. Es gibt kein Gold? Nee. Ich habe für einen Haufen verschimmelter Bücher mein Leben gelassen? Ja. Ach, welch grausames Schicksal. Ich wünschte, ich hätte vorher ein Buch gehabt, das mir verraten hätte, was man in dieser dummen alten Burg findet. Ja, man tut sich ja auch vorher vorbereiten, wenn man ein Gewölbe erkundet, oder ich nicht? Ich hatte vor, nach der Bergung der Schätze meine Freundin Valin W. in Altfelden zu treffen. Sie ist bei der Magiergilde. Ich denke, ihr könntet ihr erzählen, was ihr gefunden habt. Und ihr davon berichten, was mir zugestoßen ist. Wird sie am Dresan-Index interessiert sein? In der Tat. Ich weiß, dass sie an eurer Entdeckung interessiert sein wird. Auf sie übten staubige alte Bücher auch schon immer eine größere Anziehung aus als Gold oder Juwelen. Ach ja, ich glaube, es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Lebt wohl. Ich will nach Valin wie Ausschau halten, wenn ich das nächste Mal in Altfelden bin. Ach, da kann man ja nur Mitleid mit der armen Seele haben. Und wie gesagt, werden wir uns jetzt immer in die Richtung begeben. Und das zweite Gewölbe in Glen Umbra abschließen. Oh, die süßen Piepmätze. Ja. Und dann haben wir eigentlich, ich glaube, ein Viertel oder fast, ja gut, fast die Hälfte von... Hallo. Nicht hier in den Weg reinrennen. Die Hälfte von Glen Umbra bereits dann schon entdeckt. Dann sind wir eigentlich auf einem guten Weg. Ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Folgen wir bereits jetzt hier in Glen Umbra verbringen. Glen Umbra. Ein sehr schwieriger Name. Sehr, sehr schwierig. Und ich muss sagen, ich war ja wie gesagt immer eher dann die Nord. Die Nordtante. Oder die Ebenherztante. Bei halt Skyrim, ne? Man ist ja loyal der dem Volk ergeben. Und dann bin ich eigentlich auf die Hochelfen gegangen, beziehungsweise... Ah, da haben wir den. Ja, den haben wir entdeckt. Den Mundusstein. Genau, hier war. Hahaha. nein, oh Gott. Ich glaube, das ist so eine Aleidenrune. Ja, das ist so eine Aleidenrune. Ah, sehr schön. Und ja, dann bin ich halt zu dem Admeri-Dominion gegangen, weil ich dachte, ach Mensch, Königin Eiren, die sieht halt ne, ganz gut aus so. Und Elfen und Ras und da hat mir auch sehr gut gefallen. Ja, wenn man merkt, dass man zu schwach für den Boss ist, rennt man um sein Leben, während er einem hinterher rennt. Und ich glaube, nachdem ich dann Darien Gauthier kennengelernt habe, hatte ich mich dann mal für die Bretonenseite entschieden und habe mich dann ja als Bretone immer, oder war ich mal, nee, ich glaube, ich war noch nie in Rotverton, ich war immer in Bretone. Und habe dann das Durchsturzbündnis soweit abgeschlossen gehabt. Aber ich glaube, von der Anzahl her war ich eher dem Ebenherzpakt treu ergeben. Das müssen wir halt kurz gucken. Okay, wir gehen mal hier entlang. Obwohl ich ja sagen muss, ich kann nicht.
Ich glaube, oh Gott, wie heißt denn das andere? Die anderen Gebiete, Bankuchai gibt's ja noch. Dann, oh, wo Wegesruh ist. Aber wie heißt Sturmhafen war das nicht. Oh, ich komm noch drauf. Ich komm noch drauf. Ne, ich komm doch nicht drauf. Wo Sturmhafen ist und der ganze Spaß. Das gibt's ja dann noch. Flankieren, jetzt! Und dann gibt es noch Schnorhelm. Nee, das heißt auch nicht Schnorhelm. Schnorhelm war auch so nur eine Stadt. Auf jeden Fall das nächste Gebiet, was wir dann hier bereisen werden, das ist so mein Schattenfan. Also das ist ein ganz interessantes Gebiet, aber das hat mich dann doch nicht so, oh ja, interessiert. Also schon interessiert, aber irgendwie, ja, ihr werdet dann sehen, sobald wir dann in das neue Gebiet vorgedrungen sind, werde ich da ein paar wundervolle Informationen preisgeben, wie ich dieses Gebiet finde. Aber ich denke mal, in jedem Bündnis gibt es ein oder andere Gebiet, was man jetzt nicht so als toll empfunden hat. Was einen nicht so richtig interessiert hat. Von der Flora, von der Fauna her oder vielleicht auch von der Geschichte oder von den... Obwohl, das ist ja dann auch wieder rassistisch, wenn ich sage, von dem Volk her. Vom Volk her. Also ich habe halt noch nie in Agonia gespielt, weil ich irgendwie die Echsen, das ist halt nicht so mein Geschmack. Ich denke, wir müssen bestimmt dann hier unten lang. Und mit dem Kashid hatte ich ja eine angefangen, aber es hat mich dann auch nicht so erfüllt. Lieber habe ich dann immer entweder die Elfen genommen, also entweder Lumia, Alte oder halt dann Stahlgranado, Rang 2. Oder dann halt die Menschen in dem Sinne. Dominion schlechter. Naja. Von den Seiten. Finde ich absolut nicht in Ordnung, dass ihr hier kampiert. Die arme Aliden-Ruine. Da wird eure Anwesenheit besudelt und. Oh, haben wir noch Werwölfe. Geil. Super. Toll. Obwohl, gut. Denn Umbra ist ja eigentlich von den Werwölfen, ja. Zumindest der Norden von den Umbra mit den Werwölfen, ja. Nicht infiziert, aber. Überrollt wurden, hatte man ja jetzt schon bei einigen mit angehört, dass Herr Kamlon von Werwölfen überrannt wurde. Ach ja, alles wird gut. Ja, Werwolf. Aber wo haben wir denn hier mal den Endboss? Hallo. Ja, auch nochmal hallo, Leute. Dann machen wir jetzt mal auf die ganz alte. Ich glaube, ich habe mir ein kleines bisschen zu viel zugemutet. Dann machen wir einfach mal hier den Move und dann sind sie schon weg. Dann machen wir das. Und mein Inventar ist voll. Das hatten wir auch lange nicht mehr, dass mein Inventar voll ist. Dann muss ich ja gleich mal einen guten Fesses zu mir holen und dem meinen ganzen Krimmel wieder aufs Auge drücken. Hallo? Ja. Ah, meine Güte. Ich muss ganz ehrlich sagen, solche Ruinen, alle Aliden-Ruine hasse ich ja eigentlich, weil die halt einfach so komplex gebaut sind. Dann hat man da halt 5 Millionen Gegner, die auf einen warten. So. Ja, mal gleich mal hier. Oder warte mal, haben wir vielleicht irgendwas Neues jetzt hier? Ne, das haben wir gestohlen. Hier. 1, 2, 3, 4. Oh. 1. Sieht das jetzt hier aus? Ja, das passt, ne? Das sieht doch modisch. Bin ich doch jetzt schon wieder auf einem sehr guten Level. Ist kaum aus Schuhe, habe ich auch noch. Okay, gut. Ich kann ja wenigstens mal hier die Gehilfen. Die Ringe hier mal. Die mir entgegenschmeißen. Oder mal hier den ganzen. Den ganzen Spaß hier. So, da habe ich wieder 168 von 186. Ja, komm.
Regt euch bitte nicht auf, alles wird gut. So. Da haben wir den. Hallo, hoch. So, dann machen wir jetzt mal den hier. Wer seid ihr, Sincano? Hallo Sincano, es freut mich, euch kennenzulernen. Ich meine, es ist nichts Persönliches, aber irgendwie mag ich euch nicht, deswegen muss ich euch mal hier ein bisschen umbringen. Aber ihr seid ja bestimmt ein ganz netter Kerl. Wenn wir zusammen auf der gleichen Seite stehen würden. Okay. Haben wir hier? Okay, das sieht... Na, ich glaube, nee, ich glaube, ich bin doch keine Freunde, wenn ihr solche Magie anwendet. Also, mal kurz gucken, wie komme ich denn jetzt hier? Ne, ich muss hier entlang. Genau, dann nehme ich die Abkürzung hier und dann sind wir ja schon fast wieder beim Anfang und dann hätten wir dann die heutige Folge auch schon beendet, weil wir sind gerade bei wundervollen knapp 26 Minuten. Ja, auch kommt. Muss ich hier hin? Und dann dorthin. Zum Triumph des Adlers! Des Adlers? Haben die etwa einen Adler? Was ist denn Puffer? 153, 174? Kann doch irgendwas nicht stimmen. Na, stimmt doch irgendwas nicht mit der Anzeige. Kann man überhaupt so viel FPS haben? Ich weiß, ich habe das schon mal gefragt, aber irgendwie bin ich immer noch ein bisschen wie verwirrt. Gut, dann hätten wir das zweite Verlies erledigt und ich würde sagen, an dieser Stelle beende ich die heutige Folge. In der nächsten Folge werden wir zum Wegschrein bei dem Wirtbomb dort hochteleportieren und werden dann Richtung Altfelden weiterreisen und mit der guten Gloria Fausta und der Valinwe reden. Und ja, ich hoffe natürlich, dass ihr in der nächsten Folge mit dabei sein werdet und dass die heutige Folge euch gefallen hat.